Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie man die Kettenregel ein bisschen ausreizen kann beim Ableiten. Also zum Beispiel, wie man mit sowas klarkommt. Und das Ganze abgeleitet nach xy, gxy, was auch immer. In diesem Sinne starten wir durch. Erstmal ganz der Standard. Wir haben den Standardfall. Wir wollen die Funktion fx ableiten. Wir schreiben das mal so erstmal. Ist klar, dass wir nach x ableiten. Das sollte jedem klar sein. Ist also f abgeleitet von x. Und eigentlich kommt ja hier auch schon in gewisser Form die Kettenregel zum Einsatz, weil wir müssen eigentlich hier auch nochmal nach x ableiten. Das fällt natürlich meistens raus, weil es natürlich 1 wird, wenn wir nach x ableiten. Gut, eine formale Sache noch zu diesem hier. Und zwar würde ich jetzt schreiben, gut, dass wir nach x ableiten, können wir mit dem d noch zeigen. Aber hier in dieser anderen Form, nach was denn jetzt f abgeleitet wurde, will ich auch noch mit dem x unten schreiben. Das heißt, ich schreibe das jetzt nicht mehr mit diesem Pfeil da, mit diesem Strich da oben, sondern schreibt das dann quasi so. Sieht ein bisschen komisch aus bei dem x jetzt hier. So. Soll einfach nur klar machen, dass wir nach x abgeleitet haben. Damit, weil wir haben ja nachher mehrere Parameter, damit wir wissen, ob es x oder y war. So, der nächste Teil sollte auch noch klar sein. Der Standard, wie die Kettenregel normalerweise gezeigt wird. Und zwar haben wir hier ein gx. Wonach wollen wir ableiten? Ich mache das jetzt mal mit dem d deutlich. Nach x wollen wir ableiten. So, was ist jetzt die abgeleitete Form davon? Kettenregel. Äußere Ableitung mit dem inneren Gedöns mal die innere Ableitung. So, wir leiten nach gx ab, das f. Also natürlich leiten wir nach x ab, ja. Aber dadurch, dass unsere Funktion f ja gx als Parameter hat, ist es ungefähr dasselbe, wie wenn wir nach gx an dieser Stelle hier ableiten. Mit dem inneren Gedöns. Mal natürlich die innere Ableitung und die ist aber jetzt nur noch x. Und mal die innere Ableitung und die ist auch x und die ist 1 und deswegen lassen wir auch diese hier weg. Soweit so gut, das ist die Standardkettenregel, wie man sie kennt. So, die nächste Hürde sind jetzt zwei Funktionen. Das heißt, man könnte das jetzt so zum Beispiel machen. F, G, H. So. Und die wollen wir auch wieder ableiten nach x. Bisschen schöner. Wieder genau dasselbe. Innere Ableitung, Entschuldigung, äußere Ableitung mal die innere Ableitung. Jetzt ein bisschen komplizierter, weil wir haben zwei Parameter in unserer Funktion. Das sieht dann so aus. Zuerst gucken wir uns nur den Parameter vorne an und leiten entsprechend nach dem ab mit dem inneren Gedöns mal die innere Ableitung. Wir haben ja jetzt eigentlich zwei Dinge, aber wir haben uns jetzt erstmal nur auf das Vordere, nur auf das Gx konzentriert und deswegen nehmen wir jetzt auch nur die Ableitung, Entschuldigung, nur die Ableitung von dem Gx. So, was machen wir mit dem h? Das verbinden wir mit dem Plus. Jetzt haben wir f abgeleitet nach hx. Und ich mache mal hier nur so mit dem inneren Gedöns. Mal h nach x abgeleitet. Wenn ich mich nicht täusche, kommt diese Verbindung vermutlich aus dem totalen Differential. Sollte man vielleicht kennen. Jedenfalls, das ist nochmal so ein Schritt, den man im Zweifelsfall vielleicht auswendig lernen muss, dass sich diese Parameter durch Plus so zusammensetzen. Und mit dem an der Hand, was wir jetzt haben, können wir alles Weitere bestimmen. Nächste. Wir leiten nur nach x ab. Wir haben wieder die Kettenregel. Das heißt, erst das Äußere, abgeleitet natürlich. Wir gucken uns die Parameter einzeln an. Mit, ich mach's mal wieder so hier, dem inneren Gedöns. Das heißt einfach gxy, hxy. So. Mal die innere Ableitung. Wie gesagt, wir gucken uns erstmal den ersten Parameter an. Den leiten wir nur noch nach x ab. Und haben dann das hier stehen. Wie eben, genau dasselbe mit Plus wieder. Im Grunde schreiben wir hier genau dasselbe, was wir eben schon stehen hatten. Mit dem einzigsten Unterschied, dass wir einen zweiten Parameter haben, der uns nicht wirklich interessiert momentan. So, und jetzt wollen wir einfach mal testweise unsere Funktion ein bisschen erweitern und sagen, okay, wir haben jetzt einfach noch eine dritte Funktion. Die sieht dann so aus. Die hat dann auch zwei Parameter. Wir müssen auch die Klammer wieder zumachen. Das mache ich mal mit Rot. Wie würde das jetzt aussehen? 5 Sekunden Zeit, bis ich die Zeigerfarbe gewechselt habe. Ich hoffe, es ist klar. Wir haben die zwei mit Plus verbunden, also verbinden wir das auch einfach mit Plus hier unten. Wir leiten das auch in diesem Fall dann einfach mal nach kxy ab. Mit dem ganzen Kram da drinne. Mal natürlich wieder die innere Ableitung, diesmal wieder nach x direkt. So, x steht ja direkt drinne. Das heißt, was müssen wir uns jetzt bis hierhin erstmal merken? Wir haben immer die äußere Ableitung mal die innere Ableitung. Wir haben wieder die äußere Ableitung mal die innere Ableitung. Und mehrere Parameter in einer Funktion werden immer mit Plus
verbunden. Wir haben auch hier wieder die äußere Ableitung mal die innere Ableitung. So, ich hoffe, soweit noch alles klar. Wir machen mal weiter. Jetzt wird es aber ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht, mathematische Definition. Wir sagen einfach mal, dass immer da, wo f steht, das ist dann quasi das hier. So, und das Ding wollen wir nach x ableiten. Wir machen wieder genau dasselbe, was wir vorher gemacht haben. Wir können übrigens mal gerade hier, guck mal, das ist eine blaue Klammer. Und grün und rot, damit wir das ein bisschen besser unterscheiden können. So, was machen wir? Wir machen äußere Ableitung, äußere Ableitung mal innere Ableitung. Und dann bei zwei Parametern plus. Das ist alles, was wir brauchen, das Rezept. Weil in unserer Funktion f jetzt dieser gesamte Klops hier drin steht, müssen wir für diesen gesamten Klops hier f erstmal ableiten. Weil, nehmen wir mal an, f sei definiert als x Quadrat, dann würde da ja stehen gh, dieser ganze Klops hier, Quadrat. Das heißt, im Endeffekt kommt es auf dasselbe raus. Ich weiß nicht, ob das mathematisch so ausgedrückt so sehr korrekt ist. Jedenfalls finde ich es wesentlich übersichtlicher. So, und um das Ganze abzukürzen, wir schreiben jetzt mal nur g hier hin. Dieses g hier soll für den gesamten Kram hier stehen. Die äußere Ableitung mal die innere Ableitung. Jetzt gucken wir uns nur noch grün an. Grün und rot passt übrigens nicht so gut. Farblich zueinander, meine ich. Jedenfalls auch hier g. Äußere Ableitung mal die innere Ableitung. Das heißt, und wir haben sogar mehrere Parameter. Das heißt, das erste g leiten wir mal zu dieser Funktion h ab. Ich kürze es auch ab. Mal die Ableitung h nach x mit xy. Und wir haben ja zwei Parameter und deswegen haben wir noch ein Plus. Und wieder die äußere Funktion, diesmal nach l abgeleitet. Funktion l, also dieser ganze Kram hier mit dem xy eigentlich noch dabei. Mal, das sieht ein bisschen aus wie eine 9. Die innere Ableitung, in diesem Fall dann unser l nach x abgeleitet. Und leider habe ich vergessen, rot zu benutzen. Ich hoffe, das nehmt ihr mir nicht übel. So, und damit sind wir auch dem Ding schon Herr geworden. So, als nächstes wollen wir mehrfach ableiten. Ich schreibe das mal so hin. So steht das zum Beispiel bei mir in meinem Buch. Das würde dann sowas hier bedeuten. Das heißt einfach nur, dass wir die Funktion f zweimal nach x ableiten. Eigentlich nicht so schlimm. Soll ich da jetzt das krumme d machen? Naja, lasst uns einfach mal sagen, dass f die folgende Funktion ist. Und zwar, also derselbe Döns wie vorher. So, wir machen zuerst mal dieses hier. Wie die ganze Zeit schon, äußere Ableitung mal innere Ableitung. Das heißt erstmal äußere Ableitung. Wir leiten nach g ab, mal die innere Ableitung. G wird nach x abgeleitet. Nicht vergessen jetzt, dieses g steht hier für gx. Also ich kürze es hier nur ab. Dieses g hier steht allerdings für, das richtige gx. So, ich schreibe es mal sicherheitshalber so hin. Plus, wir haben auch noch den zweiten Parameter. Diesmal leiten wir nach zu der h-Funktion ab, zum zweiten Parameter leiten wir ab, multipliziert mal den zweiten Parameter nach x abgeleitet. Auch hier schreibe ich sicherheitshalber mal das x mit dazu. Also wieder, was hatten wir? Wir hatten äußere Ableitung mal innere Ableitung. Und für den zweiten Parameter auch äußere Ableitung mal innere Ableitung. Nichts Besonderes bis jetzt. So. Und jetzt sollen wir das Ganze nochmal nach x ableiten. Ist das schwierig? Eigentlich nicht so schlimm. Weil Punkt 1, durch das Plus haben wir erstmal so einen Strich hier drin. Wir können die zwei getrennt voneinander ableiten. Punkt 2, wie würde das jetzt abgeleitet nach x aussehen? Ich schreibe diese Form mal ein bisschen einfacher hin. Das kennt man nämlich schon. Und zwar, wenn wir jetzt hier zum Beispiel x haben, mal g nennen wir es einfach mal. Es ist ein anderes g. Es ist nur, weil meistens wird das ja in den Büchern so erklärt. Dann ist das ja dasselbe wie f abgeleitet mal g plus f mal g abgeleitet. So, ich hoffe, das ist klar. Ich weiß gar nicht, wie die Regel heißt. Nicht Kette, aber keine Ahnung. Verknüpfung oder so. Und nichts anderes wollen wir jetzt verwenden. Und zwar nach x. Das heißt, wir leiten fg nochmal nach x ab. Wir erinnern uns, dieses f ist zwar nach g abgeleitet, steht aber immer noch für dieses ganze Ding. Das heißt, das hier bedeutet eigentlich das hier. So, ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, gerade in den Büchern, dass diese ganzen Abkürzungen verwendet werden. Da am Anfang durchzusteigen, was womit abgekürzt wird, fand ich relativ schwierig. Deswegen auch hier nochmal, ich schreibe es halt auch abgekürzt, weil es einfach ewig lange dauert, wenn man immer wieder hier denselben Schmodell schreiben muss. Jedenfalls, das ist ja nur das hier. Das heißt, diesen Teil hier wollen wir jetzt nochmal nach x ableiten. Und wenn wir uns jetzt das hier oben angucken, der hier ist ungefähr so rausgekommen. Das heißt, was auch immer hier rauskommt, wird auch wieder irgendwas mit Plus sein. Weil mir aber der Platz ausgeht, muss ich das mal wieder löschen. Und wir schreiben die Ableitung direkt hin. Aber vielleicht erst nochmal mit der Regel.
Wir wollen erst das erste ableiten, mal das zweite ganz normal. Also das hier plus das erste ganz normal mal das zweite abgeleitet. Oh, jetzt wird es schwierig. Jetzt habe ich mich ein bisschen versuddelt. Hier dx. Das ist, was wir jetzt rechnen wollen. So, ich habe das mal ein bisschen komprimiert. Also erstmal leiten wir die Ableitung, die schon abgeleitete Funktion f nochmal nach x ab. Achtung auf Schreibweise achten. Die Funktion fg, es ist ja schon mal nach g abgeleitet worden, nochmal nach g ableiten, also nach gx ableiten, mal schon wieder die innere Ableitung, g, oh, auch nach x abgeleitet. Ich schreibe mal den Parameter wieder hin, x. Und genauso wie oben, genau dasselbe. Wieder die Funktion, die ja schon hier nach g abgeleitet war, diesmal nach dem zweiten Parameter ableiten. Und natürlich mal die innere Funktion abgeleitet ist dann wieder das hier. So, und jetzt, wir müssen ja die Regel vollständig machen, wir müssen ja jetzt noch diesen Teil dazu machen. Dieses Ganze multipliziert mit der Ableitung von gx. Warum dieses hier? Dieser Teil hier ist dieser Teil. Und dieser Teil ist dieser gesamte, oh, hier in Klammern gestellte Teil. Jetzt wird es unübersichtlich. Wenn es das nicht schon von Anfang an war. So, und jetzt das Ganze plus. Welches Plus? Dieses Plus hier. Wir müssen ja den anderen Teil auch noch machen. Es ist diesmal ein bisschen einfacher. Oh, und das sieht ein bisschen aus wie ein Y. Dann müssen wir G machen. F, die Funktion F, die abgeleitet war nach G. Das heißt dasselbe, was hier vorne stand. Die Funktion, die abgeleitet wurde nach diesem ganzen Schmodder hier. Multipliziert mit. Und hier wollen wir die schon nach x abgeleitete G-Funktion nochmal nach x ableiten. Das ist in diesem Fall relativ einfach. Da können wir einfach schreiben g und wir leiten nach. Wir haben schon nach x abgeleitet und wir wollen nochmal nach x ableiten und immer noch mit dem Parameter x. Wir haben keine zwei Parameter, das macht die Sache wesentlich einfacher. Und damit haben wir das tatsächlich geschafft. Geschafft, zumindest für den ersten Teil. Was wir hier, diesen ganzen Kram hier, den wir hier gerechnet haben, der war natürlich nur hierfür. Das heißt, wir müssen das alles auch nochmal für h machen. Das heißt, hier gehört eigentlich nochmal, also, ich mache das nochmal weg hier, zack. Das ist ja der vordere Teil, der ordentlich abgeleitet wurde. Dieser Teil hier. Und jetzt müssen wir nochmal plus machen und auch diesen Teil nochmal sauber nach x ableiten. Und der würde dann hierhin kommen. Da das im Grunde genau dasselbe ist, nur mit der h-Funktion, will ich mir das mal sparen und hoffe, dass es trotzdem verständlich ist. Was haben wir geschafft? Wir haben es geschafft, diesen Ausdruck hier auszuwerten. Oder abzuleiten oder hinzuschreiben, länger zu machen, wie auch immer. Was brauchen wir dafür? Wir müssen wissen, wie wir eine Funktion mit zwei Parametern ableiten, dass wir das mit. Oh, das war jetzt blöd. Es ist natürlich trotzdem immer gut zu wissen, wie man zwei Parameter ableitet. Also, wie man sowas hier ableitet, müssen wir wissen. Und wir müssen einfach nur ganz strikt unsere Kettenregel und unsere, ich weiß nicht, wie die Regel mit der Multiplikation heißt. Kettenregel und Multiplikationsregel fürs Ableiten müssen wir einfach merken und strikt durchführen. Und dann wird das Ganze auch wenn das D so geschrieben ist und auch wenn unsere Funktionen so heißen oder so heißen und auch wenn wir nach U oder V ableiten, egal nach was wir machen, müsste eigentlich alles locker funktionieren. In diesem Sinne, ich hoffe, es war in irgendeiner Form hilfreich. Vielen Dank fürs Schauen.